Ja, Mensch, da ist er ja endlich. Da ist er ja wieder. Oder wie ich immer sage, naja, da ist er hier. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video. Ich komme mit meinem Ständer noch klar. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Knut Matheisen. Ich heiße euch doch wirklich herzlich willkommen. Heute gibt es eine extrem geile Weltpremiere für mich und wahrscheinlich auch für die meisten von euch. Insbesondere für die Kinder des Ostens, möchte ich meinen. Denn es gibt eine brandneue, sagen wir mal, extrem geile Mod für Assetto Corsa. Aber schauen wir doch einfach mal selbst, von was der kleine Knut hier quatscht. Let's go. Es geht nämlich um keinen geringeren als den Trabant 601 RS in der Cup-Version für Assetto Corsa vom Team TM Modding und ein wunderbar gearbeitetes Fahrzeug. Also die Mod stellt quasi die Rennstreckenversion des Trabant 601 dar, der im Trabant RS Cup, DDR Rennsport und Historik Cups in Deutschland und Mitteleuropa, Spezifikation würde ich eigentlich sagen, aus der Saison 2022 gefahren wurde. Absolut geil, also absolut stark. Also diese Mod wurde hauptsächlich geschaffen, um den sogenannten Kindern des Kommunismus Tribut zu zollen, schreibt René aus Dresden. Und für Menschen, die sich noch an die Zeit erinnern, als es lange Wartelisten für Autos wie dieses gab, exotisches Obst nur an den größten Feiertagen verfügbar war und man stundenlang in Schlangen warten musste, um sonntags Fleisch zu bekommen. Lieber René, ich weiß genau, von was du redest. Auch wenn ich noch ein Kind war und ich glaube, mit dem Alter von 11 Jahren die Wende quasi für mich kam, weiß ich sehr wohl, von was du redest und sicherlich auch viele, viele andere. Und ich habe tatsächlich schon immer verzweifelt nach einer guten Trabi-Cup-Renn-Mod gesucht und wir haben sie jetzt gefunden. Es gibt noch ein paar Erwähnungen anderer beteiligter Modder, die könnt ihr euch dann alle entsprechend bei Race Department anschauen. Den Link werde ich natürlich unten in der Beschreibung dalassen. Aber wir warten jetzt nicht mehr lange, sondern gehen direkt auf eine Trainingsrunde mit unserem Trabi 601 RS oder wie ich immer sage, mit unserer Rennpappe. Also Leute, let's go. Eine Sache, Leute, gibt es noch zu erwähnen. Nämlich, das ist mir gerade eben aufgefallen, wir gehen nochmal in die Außenperspektive der Kamerageschichte, Achtung, und schaut doch mal, welcher Name im Hintergrund auf dem Garagentorschild steht. Das ist ja, ha, das ist ja meiner, Mensch, geil, was für ein cooles Detail. Wir sind, wie ihr seht, auch gleichzeitig hier noch zu erwähnen, natürlich gehört der Sachsen-Porsche auf den Sachsenring, auch wenn das nicht zu meinen absoluten Lieblingsstrecken zählt, ist die Strecke doch ein geiles Stück, denn sie mutet oder erinnert ein wenig an das ostdeutsche Spa. Höhen, Tiefen, lange Kurven, schnelle Kurven, kurze Kurven etc. pp. Aber sehen wir selbst, was uns der Trabi in Kombination auf dem Sachsenring so bringt und dann springen wir eventuell noch gleich in ein kleines 5-Runden-Rennen. Let's erstmal go. Es sind noch weitere Updates geplant, es sind noch weitere Skins geplant, also Lackierungen und was hier im Text vom Autor auch eben noch beschrieben wurde, ist, dass das Ziel dieser Fahrzeugmod ist, dass eine virtuelle Meisterschaft mit diesen leckeren, geilen Dingern ausgetragen wird. Und ihr wisst es alle, kleine, langsame Autos machen total geiles Racing möglich. Also, wir schnacken nicht lange, wir düsen direkt los mit unserem Trabi. Diesmal kann ich leider nicht ganz so authentisch fahren, weil ich habe leider keine Lenkradschaltung. Ich habe leider auch nie einen Trabant fahren können. Im echten Leben. Meine Schwester hingegen schon. So, dann schauen wir mal, wie unser Trabi so performt. Ganze 71 PS gibt es hier zur Verfügung und um die, ich meine, 500, 600 Kilo hat dieses Fahrzeug. Also richtig nice. Haben wir hier Wischer? Hammer Wischer. Jawohl, hat er. Ich muss noch ein bisschen mich an die Strecke tatsächlich etwas gewöhnen oder beziehungsweise gucken, wo es hier überhaupt lang geht. Und dann schauen wir uns das ganze Gedöns mal an.
Ah, da quält er sich schon so ein bisschen hoch. Kleine Kuppekurve ist das hier, ja? Für alle, die es nicht gelesen haben. Also schön knackig, muss ich sagen. Lenkung ist schön knackig. Das sieht, also es fährt sich ganz genauso, wie er quasi auch aussieht. Regt euch nicht auf oder wundert euch nicht, sage ich mal, über meine fehlende Streckenkenntnis. Es ist fatal. Ihr seht selbst, aber macht nichts. Wir wollen ja den Trabi testen. Ganze vier Gänge, das heißt, ein Hochschaltversuch in den fünften wäre jetzt hier Quatsch. An der Stelle 152 km/h Spitze. Wir versuchen uns mal hier in die Kurve reinzwirbeln zu lassen. Das hätte fast geklappt. Und dann fahren wir hier noch links den Berg hoch und dann sind wir schon wieder eine Runde rum in unserem Trabi. Da können wir ruhig mal dem kleinen Rabbi den dritten Gang gönnen und schrubbeln hier mit 90 hoch. Sehr, sehr schön. So, ich werde mich jetzt noch ein ganz kleines bisschen an das Fahrzeug gewöhnen, meine Lieben. Und wir sehen uns gleich wieder im eben zuvor angesprochenen 5-Runden-Rennen. Also, bis dann. Sieht das nicht richtig geil aus, Leute? Also, absolut heftig. Geile Grafik, super Umsetzung. Schaut euch mal bitte an, wie heftig toll das aussieht. Aber ich habe ja das Ziel jetzt hier quasi einmal, wenigstens nicht letzter zu werden. Und deswegen... Ah, guck mal hier, ne? Da sieht man das Licht. Aber wir schuffern erstmal los. Für alle, die es nicht wissen, Trabi war ein Fronttriebler. Ich lasse die jetzt mal ganz am Anfang ein bisschen ziehen beim Start. Sonst sind wir hier gleich vor der ersten Kurve auf P1. Weil ich nicht ganz so die perfekte KI-Stärke hier austarieren konnte. Deswegen fahren wir erstmal so ein bisschen easy peasy mit und wollen ja auch ein bisschen gucken, wie wirkt das Auto während des Rennbetriebes? Wie sieht's aus? Was macht so? Es macht einfach nur geile Bewegungen aus. Sieht physikalisch auch extrem cool aus. Da haben offensichtlich auch während der Mod-Erstellung auch tatsächlich vom echten Renntrabi Leute mitgewirkt und haben entsprechend dann die Daten geliefert, um die Physik des virtuellen Bruders hier sozusagen umzusetzen. Also da ist eine ganze Menge Arbeit offensichtlich reingeflossen und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sieht man hier auch. Das sieht man ganz klassisch und ich denke, es gibt nichts Passenderes wie der Trabi 601 Cup und das auf dem Sachsenring in Hohenstein. So, jetzt greifen wir mal hier ein bisschen ins Renngeschehen ein. Das ist ganz schön langsam hier bei Balanski. An dem gehen wir noch kurz vorbei. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Linie ist, aber es reicht ja. Ne? Meine Damen und Herren, es reicht. Mir reicht es schon lange. Nein. So, hier, ne? Das erinnert so ein ganz kleines bisschen so an, ich sag mal, Spa. Ne? Kann man so ein bisschen sagen. So, vielleicht ist ja meine fehlende Streckenkenntnis. Hier ist jetzt einer neben mir. Was gibt es noch zu sagen? Also, am besten erstmal nichts, weil ich muss ja hier die Kurve fahren. Da ist Balanski wieder vorbeigegangen an mir hier. Frechheit. Ich finde es übrigens total geil, wie das Licht hinten im... Weil sieht man, in dem Winkel sieht man es nicht. Gleich, wenn die Strecke ein bisschen gerader wird, sieht man es wahrscheinlich besser. Auch hier. Ach, toll. Sieht einfach geil aus. Muss man wirklich sagen. Aufblende, Abblende sieht man zumindest hier im gegnerischen Fahrzeug vorne. Das geht schon ganz gut. Okay. Ja, ja, ja. Das kommt vor. Auch schön gemacht, der Auspuffqualm. Ja, sehr schön gearbeitet. Bin Fan von solchen Details hier. Jetzt sieht man auch ganz detailliert das Heck vom 601er hier. Richtig, richtig gut gemacht. Überrollkäfig, Sitzschale, Gurte, los geht's.
Eingang haben wir noch. Versuchen jetzt mal hier innen vorbeizugehen. Kevin Estre-mäßig. Deswegen habe ich das passende T-Shirt an. So, wir müssen mal wenigstens versuchen, an Balanski wieder ranzukommen, damit wir vielleicht in die Top 10 mal reinfahren können. Also absolute Spitzengeschwindigkeit, 152 km/h. Lässt sich aber extrem gut fahren, wie ich immer gerne sage, sehr nachvollziehbar. Zumindest ist das meine Hoffnung bei Autos in Simulationen, dass die sich sehr nachvollziehbar fahren lassen und nicht komische Bewegungen machen, wie wir es aus einigen anderen Rennspielen durchaus kennen. So, gesagt, getan, an Balanski jetzt dran im Heck und versuchen uns mal jetzt hier im Infield vorbeizuarbeiten. Des so wunderschönen Sachsenrings. Vielleicht werde ich irgendwann die Kurve richtig kriegen, aber auch hier sieht man, der Trabi lässt sich safe im Grenzbereich handeln. Und da will der Balanski nicht, dass ich da durchsteche, was ich auch ganz klar nachvollziehen kann. Also alle, die hier mehr Interesse haben, auch kompetitiv diesen Trabant im menschlichen Umfeld zu bewegen, die können gerne auf der Race Department Seite unter dem Mod-Link, beziehungsweise ich glaube auch in den Readme-Files der Mod selbst, gibt es Informationen des Modding-Teams auch zum Discord und alle weiteren Informationen dann dort, die sich dann mit der entsprechenden Meisterschaft beschäftigen. Da lohnt es sich sicherlich mal für den einen oder anderen vorbeizuschauen. Denn ich würde fast vermuten, dass der ein oder andere Zuschauer meiner Videos dann doch eher etwas ostenthusiastisch angehaucht ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde tatsächlich die Physik und auch das Force Feedback und alles, was ich hier so merke, wie ein kleines, hartes Rennauto. Also tatsächlich richtig, richtig gut. Das fetzt. Ich glaube fast, dass die Strecke Sachsenring jetzt hier in der Vollversion ein Stück zu weitläufig ist für den Trabi mit seinen 150 km/h. Ich weiß nicht, ob die auch in der Short-Variante gefahren wird hier, der Sachsenring. Aber mir würde sowas einfallen wie Hockenheim Short oder sowas, wo das natürlich ganz wunderbar drauf passt, das Gefährt. Wir schalten in den vierten und befinden uns mittlerweile in der... ist das jetzt die letzte Runde? Oh mein Gott, Platz 10. Komm, ein, zwei holen wir noch. Bisschen Konzentration, hier wollen wir jetzt nicht mehr so viel rutschen. Dafür fahren wir eine sehr weirde Linie. So, jetzt bin ich hier innen, das könnte ein Vorteil sein. Man will ja nicht den Duroplast beschädigen, wenn man sich hier anlehnt. Aber auch der Qualm, ich muss es nochmal wiederholen, sieht sehr geil aus. Einfach richtig cool. Ich bleib mal voll auf dem Pinsel stehen hier. Meine Familie, also in Ostzeiten tatsächlich, wir fuhren auch so einen Trabant 601 Deluxe in der Farbe Himmelblau. Ich meine, so hieß die Farbe. Und wir hatten so eine, ich sag mal, so eine Plastiksonnenblende auf der Heckscheibe, die so ein bisschen wie so ein BMW M1 aussah. Also wie das, was der BMW M1 quasi hinten drauf hatte. War das der BMW M1? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, diese gestufte Sonnenblende. Komm, mach zu. Jedenfalls, unser Traubi, der hatte, glaube ich, auch speziell lackierte Räder. Man hat ja im Osten mehr oder weniger alles selbst gemacht, außer das visuelle Tuning, sagt man mal. Und der war schick. Der war schick und sehr zuverlässig. Sehr, sehr zuverlässig hat er uns doch wirklich fast jedes Jahr nach Rügen an die Ostsee buxiert mit unserer vierköpfigen Familie. Und ohne Autoradio, da wurde teilweise noch ein Kofferradio auf die Ablage mit Batterien hinten gestellt. Es ist
Einfach wunderbar. Es war einfach geil. Rabbi, ja. Und du kriegst die Dinger ja nicht kaputt. Die Motoren, die kriegst du ja nicht kaputt. Hör auf. Ha? Ich habe echt Freude gerade. Also, ich denke mal, das sollte jetzt die letzte Runde sein. Jetzt wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wo wirklich der Grenzbereich dieses Trabant 601 Deluxe liegt in der Cup-Version. Und ich gebe jetzt mal wirklich Gas, sage ich mal. Ja, ich gehe mal aufs Ganze, in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch ein Plätzchen gut mache. Jetzt macht er mir in die Linie zu, clevererweise. Ich schiebe ihn mal ein bisschen an und gebe ihm mal einen kleinen Schubs hinten auf das Heck vom Müller. Also aktuell, wie gesagt, glaube ich, 13, 12 oder 13 Lackierungen schon mit in der Mod enthalten. Und es kommen, wie gesagt, weitere hinzu. So laut Text von Fuko, Fuso, René. Ich, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Link in der Description below, my gents and girls. So, hier, pass auf jetzt hier. Wir greifen jetzt hier nochmal an. Jägermeister, sehr geile Lackierung, sehr geil, sehr schön. Lasst mir doch mal bitte eure Kommentare da, eure Meinung in den Kommentaren, was ihr von, ich sag mal, vom Renntrabi selbst haltet. Ist das was für euch? Habt ihr da Bock drauf? Oder seid ihr eher so, ich sag mal, der reguläre GT3-Typ? Da gibt's ja dann auch einige. Also, wenn man den ein bisschen geübt hat hier, den Traubi, dann kann man den original richtig schön wie einen korrekten kratzenden Fronttriebler fahren. Also das geht dann schon durchaus richtig gut. Mal gucken, ob wir den hier noch kriegen. Dann können wir nämlich sogar aufs Podest, oder sind wir da nicht ohnehin schon? Ja. Kopf an Kopf über die Ziellinie, und ich habe jetzt tatsächlich P2 noch klar gemacht, und das ohne Crew Chief. The race is over, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also das war echt easy geil. Macht Bock auf mehr, insbesondere auf kleinen Kursen, ganz klar. Ihr habt hier übrigens absolut gar nichts. Ne? Ihr habt keine, logisch, keine Traktionskontrolle, kein ABS, keine Balanceverstellung, völlig logisch. Und schönes Detail, auch hier nochmal an der Strecke wird gewunken von den Marshalls, die meisten und größtenteils ehrenamtlich an den Strecken arbeiten. Tolle Sache, tolle Geste auch vom Strecken, also wirklich geil, oder? Also cool. Und hier ist Platz 1, unser Sieger des Rennens in, ja, sagen wir mal, leichtem Violett gehalten, Nummer 16, der Herr Kleins oder auch die Frau Kleins, man weiß es nicht. Geil. Also, das hat Spaß gemacht, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich direkt diesmal aus dem Cockpit. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wie gesagt, lasst mich mal wissen, was ihr von dem Rennsport des Ostens in, ja, im Trabi, in Form des Trabis haltet. Habt ihr da Bock drauf, mit zu racen? Oder geht das so gar nicht? Ich verbleibe mit äußerst freundlichen Grüßen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss, adieu und ja, servus, ciao.